Zunächst einmal glaube ich, dass die UN-Behörden heute die Wahrheit über Afghanistan sagen. Die Situation ist tragisch. Denn der Winter ist sehr streng im ganzen Land. Ich kenne das Land sehr gut. Und die Taliban sind erst seit ein paar Monaten an der Macht. Und es gibt nur eine sehr, sehr kleine Anzahl von Initiativen in Bezug auf humanitäre Hilfe aus den Nachbarländern. Das sind noch die einzigen, die mir bekannt sind. Die Europäische Union hat sich verpflichtet, weiterhin rund $1 Milliarde pro Jahr an nicht militärischer Hilfe für Afghanistan zu investieren, wie sie es schon seit langem getan hat. Aber ich sehe keine Absicht und keinen Plan, diese Summe in einer Notsituation auszugeben. Über die USA weiß ich wirklich nichts, denn die Amerikaner sind völlig still. Sie zeigen keine Verantwortung für ein Land, das sie besetzt haben und für das sie 20 Jahre lang verantwortlich waren. Es ist wirklich erstaunlich, wie sie sich verhalten. Sie verhalten sich so, als wären sie nie dort gewesen. Von außerhalb Afghanistan gibt es somit nur diesen kleinen Zustrom von humanitärer Hilfe aus den Nachbarländern. Es gibt auch andere Formen der Hilfe, die eingesetzt werden könnten. Erstens, Afghanistan sein Geld zurückzugeben. Das Geld der afghanischen Zentralbank ist eingefroren. Es sind mindestens $4 Milliarden eingefroren von den Amerikanern. Und ich meine, das ist eine beträchtliche Summe. Vergessen Sie nicht, dass das BIP Afghanistans nur $20 Millionen beträgt. Es ist also ein beträchtlicher Teil Ihres gesamten Geldes, Ihres eigenen Geldes, Ihres BIP ist eingefroren. Ich verstehe nicht, warum sie das weiterhin tun. Ich meine, soll das Geld nicht den Taliban gegeben werden, aber humanitäre Hilfe kann direkt an die Bevölkerung geliefert werden. Es gibt viele Möglichkeiten, die Regierung da nicht mit hineinzuziehen, und das macht diese Untätigkeit wirklich fast zu einem Verbrechen. Diese Untätigkeit. Nein, ich bin ein bisschen skeptisch. Was auch immer Sie in der Drogenfrage tun, ist es zu spät. Es bedeutet, dass Sie mindestens bis April warten müssen, um etwas auf dem Markt verkaufen zu können. Und wenn Sie sich entscheiden, das nicht zu tun, ist es auch zu spät, denn die Aussaat, der Anbau, die Anpflanzung der Opiumsamen zu stoppen, dafür ist es auch zu spät. Ich meine, sie müssen sowieso warten, bis sie eine Ernte haben und diese verkaufen können. Das bedeutet, dass wir in der Zwischenzeit eine humanitäre Katastrophe in dem Land erleben. Ich glaube also nicht, dass dies eine wirkliche Gefahr ist. Also im Moment nicht. Die wirkliche Gefahr sehe ich in der völligen Gleichgültigkeit und dem zynischen Kalkül. Die Bevölkerung auszuhungern, um einen Regimewechsel zu erreichen. Und das ist die schlimmste Hypothese. Und ich fürchte, dass die kollektive Bestrafung eines Volkes eines der schrecklichsten internationalen Verbrechen nach dem Völkerrecht darstellt. Man kann eine Bevölkerung nicht bestrafen, weil sie eine Regierung hat, die einem nicht gefällt. Es gab in der Vergangenheit Situationen,
wo die internationale Gemeinschaft, zum Beispiel in Nordkorea und so weiter, in der Lage war, etwas zu organisieren, wenn es ein Problem gab. Vor 15 Jahren mangelte es im ganzen Land an Lebensmitteln und die internationale Gemeinschaft griff ein, auch wenn die nordkoreanische Regierung völlig geächtet war. Und ich bin wirklich überrascht, dass ein sehr schlechter Präzedenzfall geschaffen wird, wenn sie in Afghanistan nicht eingreifen. Es wird das erste Mal sein, dass eine große humanitäre Krise nicht von der internationalen Gemeinschaft bewältigt wird. Es ist zumindest etwas, das sich weiterentwickelt. Vielleicht ist das sogar positiv, denn Afghanistan sollte als eine regionale Angelegenheit behandelt werden. Die Nachbarländer, die Länder der Region, sollten sich jetzt zuallererst um Afghanistan kümmern. Die Europäer und die Amerikaner sollten ebenfalls eingreifen und sich aktiv am Wiederaufbau des Landes beteiligen. Aber das sollte nur geschehen, weil sie das Land 20 Jahre lang regiert haben. Es ist also ihre Verantwortung. Dringende finanzielle Intervention, finanzielle Unterstützung. UN-Organisationen, die bereits vor Ort sind, schnelle Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen und afghanischen Einrichtungen, die Lebensmittel, Medikamente und Unterkünfte für die Bedürftigen verteilen. Und sofortige Freigabe des Geldes, das dem afghanischen Volk gehört und von den Amerikanern eingefroren wurde. Der Westen sollte den Wiederaufbau des Landes unterstützen. Das Land war bereits im Oktober 2001, als die Amerikaner einmarschierten, in einem sehr schlechten Zustand. Es handelt sich also um ein Land, das durch mehr als 30 Jahre Bürgerkrieg und eine ausländische Invasion zerstört wurde und das von Grund auf neu aufgebaut werden muss. Wenn es irgendeine Art von Entwicklung gibt, dann die Entwicklung der Städte. Kabul zum Beispiel hat sich verändert. Es ist jetzt eine viel größere Stadt als vor 20 oder 30 Jahren. Aber der größte Teil des nicht ländlichen Afghanistans ist noch genauso wie vor 10 Jahren. Natürlich gibt es mehr Schulen. Es gab einen Fortschritt, aber dieser Fortschritt war absolut natürlich. Das war in allen Regionen so, die in den letzten 20 Jahren gewachsen sind. Afghanistan wuchs nur etwas langsamer als der Rest der Region. Ein großer Wiederaufbauplan für Afghanistan, der sich um die Ressourcen für das Land kümmert, ist also durchaus sinnvoll. Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt, aber das ist auf die Tragödie des Bürgerkriegs zurückzuführen. Potenziell ist es ein Land, das ein mittleres Einkommen haben könnte in relativ kurzer Zeit. In nicht mehr als 10 bis 15 Jahren könnte Afghanistan völlig anders aussehen. Und es hat Rohstoffe. Es gibt viele Emigranten, Menschen, die zurückkommen können und viele Ressourcen mitbringen. Außerdem ist es ein Land mit großem Potenzial, insbesondere in der Landwirtschaft und der kleinen Industrie.
Wir haben gehört, wie Präsident Biden China und Russland wegen der CO2-Emissionen angegriffen hat, und das war ein klarer politischer Angriff. Ich hatte gehofft, dass diese Politik nicht betrieben werden würde, auch nicht in der Vergangenheit. So wird Afghanistan in die Hände Chinas und Russlands getrieben, weil sie die einzigen beiden Großmächte sein könnten, die sich um das Land kümmern. Und dann wird Afghanistan die Schuld zugeschoben, weil es sich auf die sogenannte andere Seite bewegt hat. Man schafft also im Grunde die Bedrohung selbst und geht dann los, um die Bedrohung zu bekämpfen, und bittet vielleicht noch die Europäer, ihnen bei der Bekämpfung einer Bedrohung zu helfen, die sie selbst geschaffen haben. Die Amerikaner haben das in den letzten 30 Jahren überall gemacht. Erst schaffen sie die Bedrohung und dann bitten sie um Hilfe. Sie bieten Schutz vor derselben Bedrohung. Ich hoffe, dass sie das mit Afghanistan nicht wiederholen werden.